Ja, Teil 2 von meinem Verkaufsvideo und ich würde sagen, wir legen direkt los. Seid nicht böse, denn das ist wirklich alles querbeet, alles durcheinander. Ich kann das jetzt nicht irgendwie noch nach Farben oder irgendwas sortieren. Also, ich halte es wieder in die Kamera. Wenn ihr Interesse habt, macht bitte einen Screenshot. Wie gesagt, hier ist jetzt nichts sortiert. Das, ja, ich nehme es aus der Schublade. Packt es in eine Actiontüte, die ich mir mitnehme, weil die Schublade jetzt hier ist im Schlafzimmer. Packt es in eine Actiontüte und genau. So, das haben wir doppelt. Also ja, ist jetzt alles so wirklich durcheinander, ne? Also das ist so meine Schublade, wo querbeet irgendwie. Ich habe halt so Clear-Stamps und Stanzen und so. Das habe ich hier im Wohnzimmer zum Beispiel. Also das, achso, das hatte ich doppelt. Das liegt schon zusammen. Ja, hier habe ich noch Sticker. Schade, weil Weihnachten ist jetzt ja nun schon beinahe vorbei. Wenn nicht, werde ich die behalten. Entweder fürs nächste Jahr oder werde die nutzen, um Weihnachtspost zu verzieren. Noch ist ja nicht Weihnachten und ja. Genau, also wenn ich die jetzt nicht mehr wegkriege heute, bleiben die einfach bei mir. Das ist auch nicht so wild. Dann haben wir hier Ribbon. Auch Ribbon in Gold. Ribbon in Silber. Was haben wir hier? Ja, hier habe ich so. Sein Papier, das hatte ich selber, glaube ich, irgendwie mal bekommen, aber brauche ich nicht. Also das gibt es nicht von Action. Dann haben wir hier einmal so ein Prick-Block, Stechblock mit Minimaus. Oh Mann, wirklich alles, alles, alles querbeet. Aber das ist ja im Grunde egal, ihr könnt einen Screenshot machen und. Genau, dann ist es am besten. Dann haben wir hier die Schablonen, die sind hier drin. Einfach, ja, Screenshot von der Vorderseite reicht mir. Hier auch. Da haben wir die drin. Also ich greife einfach hier in die Tüte und da kann sein, dass noch Stencils kommen, aber es ist, ja, ist jetzt nicht der Reihenfolge. Hier haben wir Draht. Dann haben wir hier Dekoband, einmal dieses so Pompomband. Dann haben wir einmal das. Ist auch nicht von Action. Also nicht alles vom Action, aber das meiste. Unser Lieblingsladen. Dann haben wir hier Tags. Na, mein Liebling, da ist ja nichts dabei. Wir haben hier Tags verschiedene. Wie viel sind hier drin? 20 Stück. Und dann habe ich hier Sticky Notes. Draht in Grün. Das eben war Rose Gold. Seht ihr, das war nämlich, gehört eigentlich zu der anderen Tüte oder zu der anderen Schublade. Hier ist noch, ist auch noch mal Glitzer in Grün. Diese Tränchen, da hatte ich ja mehrere Farben. Ja, manchmal schmeiße ich dann auch mal was durcheinander. Hier haben wir solche Mini-Tags von HEMA. Hier habe ich noch einmal Glitzersteinchen in Gold. Aufbewahrungen. Die Boxen sind ganz schön. Dann habe ich hier noch ein Glitter-Set. Das sind ja so die ganz neuen auch. Die sind voll schön. Das Weiße fällt mir gerade so, sticht mir gerade ins Auge. Das finde ich total geil. So. Dann haben wir hier Blümchen. Die Armen. Ja, es sind so viele Sachen, die schon lange hier liegen. Die brauchen doch echt mal langsam ein schönes Zuhause. Dann haben wir hier so Resinblumen.
Hier haben wir solche Blümchen, Moosgummiblümchen. Und hier solche Blätter, Holzdeko. Hier haben wir noch Klammern. Solche Bastelklammern kennen wir ja alle. Hier habe ich noch Gummi. Nee, Quatsch, das ist nicht Gummi. Schmuckband in Lederoptik. Ah, das ist, genau, Ledergummi. Lederband, Mensch. Dann haben wir hier Porzellanstifte. Hier haben wir auch Sticky Notes. Eins fehlt da irgendwie, aber ansonsten, jo, alles da. Von den Blättern hier, von den Holzdeko-Blättern habe ich mehrere. Die hatte ich euch ja schon gezeigt. Dann haben wir hier Draht in Blau, Draht in Rosa. Ich muss gucken, dass ihr das auch fotografieren könnt, Mensch. In Silber. Man muss das Video ja auch nicht zu lang werden lassen. Ich weiß gar nicht, ob noch Draht kommt. Hier habe ich noch mal Karten auch. Code-Karten. Karten, ja, Englisch und Deutsch zusammen. Hier haben wir auch noch mal Draht in Rose Gold. Blümchen. Auch noch mal Blümchen. Dann haben wir hier die Glittersticker. Also die Glitzerbögen zweimal. Also zwei Bögen drin, einmal Gold. Hier haben wir. Das schimmert so schön, ne? Toll, jetzt meldet sich mein Akku. Naja, das kriegen wir noch hin. Hier haben wir so ein Set, auch von HEMA. Und hier haben wir noch schwarzes Draht. Oder schwarzen Draht. Mein Gott, dann, manchmal spricht man in Deutsch ey, wie so ein Assi. Dann habe ich so ein Set. Geschenkeanhänger. Mit Band. Dann habe ich hier solche Druckknöpfe. Hier haben wir ein Lederband. In Noir Braun, würde ich mal sagen. Hier habe ich auch Band, Bastelschnur 10 Meter, auch in Braun. Ja, schön in die Kamera halten. Hier haben wir nochmal Text. Und dann habe ich hier so ein Band. Sieht aus wie ein Schnürsenkel, ist aber kein Schnürsenkel. So. Hier habe ich richtig viel Lederband. Ist das Leder? Ja, ich glaube wohl. Für die Schmuckbastler oder so. Hier habe ich auch nochmal diese Text. Die hatte ich euch aber schon gezeigt. Hier haben wir tatsächlich nochmal Schablonen. Was ist das? Die sind drin. Hier. Dann habe ich noch mal Draht in Gold. So, was haben wir hier? Ach, nicht alle durcheinander. Naja, egal. Schablonen. Und hier haben wir noch dieses Set in Rosa. Das ist selbstklebend. Dann habe ich hier so ein Filzset. Kann man selbst irgendwie eine Filztasche ummachen oder so. Ja. Dann Band mit so Tassel in Gelb. Dann habe ich hier. Ja,
So Garn oder was ich? Was ist das? Ja, tatsächlich Stickgarn. In diesen Farben. Und nochmal Holzfiguren. Dann habe ich hier so ein Bastelset mit Zubehör zum Selbstbasteln. Okay. Aber da weiß ich jetzt gar nicht, gehört das dazu? Moment, ich muss mal eben was schauen. Weiß ich nicht, weil hier ist irgendwie eine Tüte mit Knöpfen und ich packe das mal da rein. Das sieht so aus. Filzbastelset. Ja, da kann man hier so ein Ding basteln. Gebe ich ansonsten auch so mit, wenn jemand bestellt. Also manche Sachen, ja, muss man auch nicht mehr wirklich verkaufen. Die kann man dann eben auch mal so als Goodie oder so beigeben. Hier haben wir nochmal die Klammern, die hatte ich aber auch schon gezeigt. Ja, die hier, mein Gott, die liegen hier auch schon echt lange. Ansonsten gehen die auch mal mit in Ü-Post oder ja, wenn die keiner haben will. Eigentlich sind die total schön. Manchmal ist komisch, ne? Manche Sachen will einfach keiner haben. So ist es halt manchmal. Ich will ja auch nicht alles. So. Dann habe ich hier diese Charms. Eigentlich finde ich die total niedlich, sonst bleiben die bei mir. Habe ich nämlich gestern selber entdeckt, als ich die Schublade aufgemacht habe. Dachte ich, Mensch, kannst du eigentlich auch selbst sonst verwenden. Na gut, den Schlüppi da vielleicht nicht, aber die anderen sind ja recht schön. Hier die Krone und genau, davon habe ich 2 Stück. Dann habe ich hier so ein Set auch von HEMA. Hier habe ich Band in Lederoptik. Dann habe ich hier noch diese schönen Organza-Säckchen. Die sind so beige-gelb. Dann habe ich hier so Papierblätter, Papierformen. Und dann zu guter Letzt haben wir noch davon was. Da haben wir einmal hier diese, das sind diese Kristalle einmal in grün. Klicken Sie jetzt. Klick. So, Screenshot gemacht. In weiß. Dann in gelb. Und in rosa. So, und ja, das andere packen wir jetzt auch noch mit rein, 2 Videos und dann ist schön. Also, bis gleich. Weiter geht's. Diesmal habe ich hier im Wohnzimmer nur meine Dinger hier rausgenommen, die ich in meiner Kommode habe. Das ist ein bisschen sortierter. Hier habe ich also Washi-Tapes. Fangen wir an. Also, meine Washi-Tapes. Wie gehabt, Screenshot machen. Und ab die Luzi. Versuche das jetzt mal ein bisschen schneller. So. Wie gesagt, die Sachen sind auch alle. Da könnt ihr sonst, wenn jemand doch bei Facebook ist, könnt ihr ansonsten bei Facebook, in meiner Gruppe schauen. Die sind auch in meiner Gruppe, die Sachen. Und da stehen auch die Preise bei. So. Schon gezeigt. Das. Aber das Video oder die Videos sind wahrscheinlich eher interessant auch für die Leute, die eben nicht in meiner Gruppe sind. Das sehe ich gerade, haben wir doppelt, hatte ich schon gezeigt. Kommt mal vor, dass ich ein Washi-Tape auch doppelt habe. Gell, mein Spätzchen? So, jetzt haben wir diese Runden. Das ist von Depot. Ne, das hatte ich damals von HEMA gekauft. Genau. Hier haben wir eins von HEMA. Das sind 4 Rollen. Hier haben wir diese Rollen hier.
Die sind aber auf jeden Fall von Action. So. Ha, hier haben wir sogar noch ein weihnachtliches. Ich habe mir neulich auch schon so eine große Rolle Weihnachtstapes geklaut. Das ist immer ganz gut, wenn man was nicht hat. Dann weiß man, ach, hast du ja noch in deinen Verkaufssachen. Da kann ich mir dann selber mal was nehmen. Hier ist nämlich, sehe ich gerade auch, Weihnachtsbroschi noch. Das ist jetzt, finde ich, immer ganz schön, um Briefe zu verzieren. Da nehme ich dann ganz gern Weihnachtstape auch. So, und dann haben wir noch diese, sind auch 4 Rollen. Und kurz Pause. Dann habe ich noch diese Stanze. Die habe ich 2-mal. Dann habe ich noch diese Stanze mit dem Einhorn. Und die mit der Meerjungfrau. Dann habe ich noch Holzstempel. Die sind echt schon, die liegen ja auch schon lange. Einmal den und 2 Holzstempel mit den Motiven. So. Weiter geht's mit Stempeln. Da habe ich noch dieses Pad von Stampin' Up. Die anderen habe ich schon alle verkauft. Hier haben wir noch einmal ein Pad mit Anthrazitgrau. Dann sehe ich gerade, habe ich hier so einen Stempel. Also ist alles unbenutzt. Den hatte ich mal bei Ali als Goodie dann dazu bekommen. Vielleicht braucht den oder will den jemand. Ja, dann habe ich noch die. Das sind die aktuellen vom Action. Moment. Dann habe ich noch den. Das war aus der vorherigen Kollektion. Das ist auch von den aktuellen. Davon habe ich sogar noch 3 Stück. Dann haben wir noch die Blümchen. Genau. Und auch nochmal die Tiere. Die hatte ich euch schon gezeigt. Packe ich mal weg. Und dann habe ich noch einmal diese. Das sind die Gummistempel. Genau. Und dann habe ich noch, der ist aber nicht neu, das sieht man auch von Lawthorn, den. Den habe ich auch in meiner Gruppe. So. Dann habe ich hier noch Perlen mit drin, sehe ich gerade. Moment. Da habe ich einmal diese Perlen. Diese. So, gleich geht's weiter. So, ich habe hier auch irgendwie noch so ein Goodie, hatte ich auch mal bei, von AliExpress, glaube ich. Genau, vielleicht braucht das jemand, gebe ich auch sonst gerne bei einer Bestellung dazu. Einfach Screenshot und schreien, dass du willst oder ihr wollt, derjenige und so, ihr wisst schon. Dann habe ich einige von diesen noch. Den habe ich nochmal. Dann den. Ja, Weihnachten vorbei. Da habe ich leider noch was da, aber nun ja, vielleicht fürs nächste Jahr. Einmal das. Dann den. Den habe ich 2-mal. Und von denen habe ich auch noch ein ganzes Set, glaube ich. Einmal das. Blümchen. Und den. Weiter geht's.
Ja, dann habe ich hier Karteikarten, die hatte ich mir mal gekauft zum Stempeln, aber brauche ich ja nun nicht, die sind auch noch eingepackt, wie ihr seht. Genau. 100 Karteikarten, Blanko und ja, vielleicht braucht die jemand. So. Dann habe ich, jetzt kommt auch wieder so ein bisschen Tüdelkram, so ein bisschen querbeet, habe ich einmal das. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mit hinten im Schlafzimmer ist. Das werde ich gleich mal machen. Das kann mit in die Schublade. Hier haben wir nämlich auch nochmal ein Glitzer-Set. Ich hatte nämlich so Tüdelkram, also ja, eigentlich im Wohnzimmer einer Schublade, aber das passte alles nicht mehr. Musste dann irgendwann anfangen, im Schlafzimmer eine Schublade zu räumen, frei zu machen, dass ich da eben auch noch Ware reinpacken kann, sozusagen. Dann habe ich einmal dieses Glitzerband in Gold, in Pink. Dann haben wir Buchstaben in Rose Gold. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, die krall ich mir sogar. Die sind ja wunderschön in Rose Gold, weil ich da jetzt ja gerade so Anhänger-Paperclips machen möchte. Hier haben wir auch so Bronze. Das ist jetzt nicht mein Ding, aber so Rose Gold wäre interessant. Ist das das gleiche? Ja, ne? Genau. Also eins hätte ich auf jeden Fall, eins werde ich vielleicht behalten hier in Rose Gold. Ja. Und dann habe ich hier Glitzerband. Nochmal. Dann haben wir hier auch nochmal Band. Ach, hier habe ich auch nochmal so Glitzerband in Schwarz. Dann habe ich hier so, ja, ansonsten gebe ich die auch so mit. So Buchstaben-Paperclips. Wenn jemand will, einfach sagen. Die habe ich hier je zweimal, sehe ich die auch nochmal in Bronze oder was das sein soll. Dann habe ich von den neuen Sets hier noch einmal den. Den. Und von den alten tatsächlich auch noch diesen. Den habe ich sogar noch zweimal. Brauche ich ja nicht zeigen. Ja, den habe ich sogar noch zweimal. Dann habe ich hier so Täschchen. Sieht jetzt ein bisschen knickelig aus. Also das sind solche Zippertaschen. Und wenn die gefüllt sind, sind die auch nicht mehr so knickerig. Ich liebe diesen Geruch. Die riechen so geil. Nach Planschbecken oder so. Eben nach. Ja. Oh. Oh, Planschbecken, Kindheit. Erinnert mich gerade total dran. Da habe ich, von denen habe ich zwei Stück. Und dann habe ich noch von denen zwei Stück. Auch so Zippertäschchen. Genau. Also davon. Weiter geht's. Was haben wir? Ach, ich habe sogar noch eine rosane. Die andere hatte ich nämlich meiner Nichte geschenkt. Also ich habe ja einmal eine blaue, also zwei blaue und eine von den rosanen. Dann habe ich noch Sticky Notes, die kennt ihr ja bestimmt auch. Die gab es ja auch beim Action. So. Und dann habe ich noch ganz alte 3D-Folder, die will einfach keiner haben. mein Akku. Mein Akku. Scheiße. Moment. So, jetzt haben wir mal schnell angestöppelt. Man sollte auch nicht anfangen zu filmen, wenn man nur noch 30% hat. Hat jetzt doch ordentlich Strom gefressen schon, aber klar. So. Dauern ja auch ein bisschen die Videos. Haben wir den? Dann habe ich den. Ansonsten würde ich auch anbieten, die bei einer Bestellung jeweils auch kostenlos mitzugeben, damit die mal rauskommen, wenn die keiner so haben möchte. Und dann habe ich sogar noch ein
älteren Embossing-Folder. Das wäre dieser. Dann habe ich hier noch Washi-Sheets. Genau. Das sind die. Und jetzt sind wir gleich fertig. So, ich habe hier noch eine kleine Handstanze. Das ist einmal diese. Also das sind nicht die ganz kleinen, das sind so diese mittleren. Weil ganz klein sind ja diese hier, so mal als Vergleich. Voll mit Glitzer, die ja, brauche ich auch nicht mehr abgeben. Ich glaube, so eine kleine Handstanze will auch keiner. Aber die gehen. Genau, also die beiden habe ich noch. Mein Gott, irgendwo ist da Glitzer, aber ihr kennt das ja so als Bastler. Ich habe auch schon Glitzer und weiß nicht was an meinem Hund gefunden. Da beöle ich mich immer. Washi-Tape hat auch schon an dem dran geklebt. Und dann habe ich noch von den Cabochons ein paar Tütchen. Da hatte ich ja mal so Tütchen fertig gemacht. Und zwar sehen die so aus. Also da habe ich halt in so Tütchen. Der Inhalt ist immer in etwa gleich. Das sind 30 Cabos. Ich kann euch sonst mal so kurz ein paar zeigen. Vom Inhalt sind das ja solche mit so Schleifchen. Und ihr seht wahrscheinlich nicht viel. Ich zoome euch das gleich mal ran eben, weil ich die so ein bisschen umgedreht habe. Also so. Moment. Aber hatte ich auch in meiner Gruppe ein Bild gepostet, dass ihr natürlich in etwa seht, was wir da drin haben. Das sind diese. Ich zoome mal ein bisschen ran. So. Tada. So, sollte reichen. Wieder auszoomen. Ups. Oh, Moment. Irgendwie hat mein Bild gerade ein Mikrofon angezeigt. Also wenn mein Ton gerade, nicht, dass ich mein Mikro ausgemacht habe, das geht hier ja nicht. Naja, also wenn mein Ton gerade mal weg war, dann wisst ihr Bescheid. Also das sind die Cabos. Da habe ich noch ein paar Tütchen da, wenn jemand Bock hat. Ich sammle die mal eben auf. Moment. So, und zu guter Letzt habe ich noch Sticker, die ich euch neulich auch erst in meinem AliExpress-Haul gezeigt habe. Genau, da habe ich auch ein paar in die Gruppe gepackt. Und zwar habe ich noch diese, dann habe ich hier die Paperclips von, ja, ich glaube, das ist Sumi, du, die Sum, oder ja, auch die Sticker, es sind nicht hier so Sumi, die Kurashu, bla, ala, ala, Sumi, Sumi, ja, ja. Hier haben wir die Kätzchen, dann habe ich noch diese. Sind das die gleichen? Genau, die habe ich sogar zweimal. So, dann diese. Das sind 6 Bögen. Die hatte ich euch aber in dem Haul gezeigt. Die will ich jetzt nicht nochmal auspacken. Dann haben wir den Bogen. Dann haben wir hier die Delfine. Also auch zweimal den Bogen. Sentinel Circus. Die Einhörner. Und diese, da sind auch 6. Nee, hier sind sogar 10. 10. Ich glaube, das war das Pack mit 10 Stickerbögen drin, meiner Meinung nach. Ja, 6 oder 10. Ach, muss ich doch gucken. Ich habe es in der Gruppe, wie gesagt, auch einzeln fotografiert natürlich. Also, die sind echt schön. Da haben wir 1, 2, ah, schön falsch rum. Na! Ah. Oh, no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. Das sind 10 Stickerbögen. So, und meine Lieben, ihr glaubt es nicht, aber ich habe es geschafft. Das sind aktuell so die Sachen, die ich euch mal zeigen wollte, die ein Zuhause suchen. Ich würde hier noch mehr finden, wenn ich jetzt hier mal wieder aussortiere, aber das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Ja, wenn ihr was findet, wie gesagt, einfach einen Screenshot mir schicken über Facebook, Instagram oder E-Mail und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und ja, vielleicht freut sich der eine oder andere über die beiden Videos.
Ich habe mir jetzt die Arbeit und Mühe mal gemacht. War ja schon ein bisschen aufwendiger, aber ja, vielleicht gibt es da noch ein paar Sachen, die ein schönes Zuhause finden und ich wieder ein bisschen mehr Platz für neue Sachen habe. Aber leider ist ja Shoppen erstmal tabu. Action hat zu, also beschränkt auf das nötigste Lebensmittel und Co. Ihr wisst Bescheid. Also Action ist jetzt erstmal nicht mehr. Aber das werden wir alle überleben. Es gibt weitaus Schlimmeres. Und so, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, meine Lieben, und bis zum nächsten Video. Tschüss!